Gut, also ich heiße herzlich willkommen, die sich jetzt noch dazugeschaltet haben. Wie angekündigt und wie in der Einleitung erwähnt, werden wir uns heute mit diesem Thema der Verwirrung um den Erzengel Michael beschäftigen. Die Frage, mit der ich das einleiten möchte, hat damit zu tun, dass wir uns grundsätzlich einmal die Frage stellen, wo liegt die Wichtigkeit dieses Themas über den Erzengel Michael überhaupt näher oder ganz speziell in einem Thema nachzudenken. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir es damit mit einem Thema zu tun haben, das eigentlich das Potenzial hätte, alle Konflikte mit der Gottheit Jesu, die es damals im Judentum gegeben hat, die es später im Islam bis heute noch gibt und auch im Judentum noch heute gibt. Und auch in den christlichen Kirchen gibt es ja immer noch diesen Konflikt um die Person Jesu, um die Gottheit Jesu, dass dieses Thema, wenn wir es recht betrachten, eigentlich alle diese Konflikte lösen könnte, wenn wir die richtige Identifikation des Erzengels Michael finden könnten. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich heute sogar sagen würde, dass es die Religion, zum Beispiel des Islams, möglicherweise gar nicht geben würde, wenn Mohammed damals gewusst hätte, wer der Erzengel Michael, von dem im Alten Testament und auch im Neuen Testament die Rede ist, wirklich ist. Und Mohammed hat ja letztendlich seine Religion doch auch auf christlicher und jüdischer Tradition aufgebaut, also auch auf der Bibel. Und da musste er ja auch, und er ist da ganz sicher, diesem Erzengel Michael begegnet, denn der Erzengel Michael spielt auch eine besondere Rolle im Islam, also in der islamischen Religion. Und dort erscheint er uns als eine ganz andere Gestalt mit ganz anderen Zusammenhängen, als wir ihn in der Bibel finden. Das heißt, und ich bin im Laufe dieses Themas, das ich mir da erarbeitet habe, auch dahinter gekommen, dass Mohammed offensichtlich schon sehr viel Verkehrtes von Judentum und vom damals existierenden Christentum über diesen Michael aufgenommen hat und daher erst recht ein Problem mit Jesus Christus bekommen hat, der für uns normal hinter dieser Person steckt. Also ein sehr bemerkenswerter Zusammenhang, auf den ich da eingehen möchte. Ich würde auch meinen, dass Jesus möglicherweise damals von den Juden nie verworfen und nie getötet worden wäre, nie abgelehnt worden wäre, wenn sie damals zu ihrer Zeit gewusst hätten, wer die Gestalt Michaels im Alten Testament ist. Und Michael tauchte im Alten Testament namentlich, kommt er nur an zwei Bibelstellen vor, und zwar ausschließlich im Propheten Daniel. Wir werden auf diese zwei Stellen dann hinkommen. Da geht es um eine Aussage in Daniel 12 und in Daniel 10. Das sind die einzigen Aussagen, wo Michael mit Namen bezeichnet wird, diese Gestalt, die wir da im Alten Testament finden. Und natürlich haben wir in unserem letzten Thema, wo wir uns mit dieser Frage der Gottheit Jesu, der Auseinandersetzung im Judentum beschäftigt haben, haben wir schon beobachtet und haben gemerkt, dass das Problem für die Juden auch damals war, diese Gestalt des Engels des Herrn im Alten Testament richtig zu identifizieren. Und weil sie auch diese Gestalt nicht richtig identifizieren konnten im Alten Testament, haben sie letztendlich auch Jesus verkannt und ein Problem bekommen, als er behauptete von sich, dass er so eine zweite Person der Gottheit sei, der Sohn Gottes nämlich. Und ich denke, wenn sie das rechte Verständnis gehabt hätten, dann wäre eigentlich diese Auseinandersetzung mit Jesus niemals in diese Richtung gegangen, wie sie gegangen ist. Der gesamte Streit über die Gottheit Jesu in der Frühgeschichte des Christentums, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, der letztendlich Tausende und Hunderttausende von Toten gefordert hat,
in den Verfolgungen durch die Römer, in den Verfolgungen später also vorher durch die Juden, dann durch die Römer und dann später durch das Papsttum. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wir haben das letzte Mal darauf hingewiesen, dass eigentlich die ersten Verfolgungen von Judentum angefangen, dann über das Römische Reich und über das Papsttum weitergegangen ist, mit dieser Frage der Gottheit Jesu eigentlich begonnen hat. Also wir haben es hier wirklich mit einem gewaltigen Thema zu tun. Hätte man aber in der frühen Kirchengeschichte unter diesen Kirchenlehrern, unter diesen Christen, den Bischöfen und den Verantwortlichen der Kirchen, allein das richtige Verständnis vom Erzengel Michael, wie er im Neuen Testament genannt wird, und vom Engelfürsten Michael im Alten Testament, hätte man die richtige Identifikation gehabt, wäre ganz sicher vieles von dem ausgeblieben. Es geht hier also um eine ganz starke Identifikationsfrage dieser beiden Gestalten, Michael und der Engel des Herrn. Ich würde heute auch sagen, dass auch der gegenwärtige Konflikt, den wir auch selbst in der Adventgemeinde vorfinden, der über die Trinität in den letzten Jahren sehr intensiv geworden ist, den würde es nicht geben, würden auch Christen in der Adventgemeinde den Begriff oder diese Gestalt des Michaels und all das, was die Bibel über Michael und über den Engel des Herrn sagt, richtig verstehen und richtig beachten. Ich habe vor Jahren einen Leserbrief gelesen in einem Advent-Echo, wo nach einem Artikel, der geschrieben worden ist, um hier das rechte Verständnis von der Trinität zu vermitteln, ein Leserbrief gekommen ist, der stellvertretend für viele geschrieben worden ist, die heute weltweit auch in den eigenen Reihen diese Vorstellung haben, dass Jesus eben nicht von Ewigkeit her Gott ist und der Heilige Geist keine Person sei, keine göttliche Person. Und da stand unter anderem ein Satz, der sagte, wenn wir unseren Herrn und Heiland und den Heiligen Geist als Gott bezeichnen, brechen wir das erste Gebot. Also so weit gehen heute einige und die wirklich glauben, es wäre eine Art Götzendienst, es wäre ein Anbeten von anderen Göttern, wenn wir Jesus wirklich in dieser Form die Göttlichkeit zuschreiben, wie wir es in unseren letzten Themen schon gemacht haben. Es gibt da ein Buch, das vor Jahren veröffentlicht worden ist. Ich habe das im Internet, also in meinem PC von Leuten aus Deutschland bekommen, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Und das hat den Titel gehabt, Keine anderen Götter. Betet keine anderen Götter an. Ein Buch, das speziell für Adventisten geschrieben worden ist, für die Adventgemeinde. Und wo man gewarnt werden sollte vor einer falschen Trinitätslehre, die sich da auch nicht nur in unseren Gemeinden, sondern auch außerhalb von christlichen Kirchen gemacht worden sind. Und ich habe hier ein anderes Büchlein, das ist das neueste Fragen zur Trinität, das in Deutschland vor 2, 3 Jahren erschienen ist, auch von Adventisten geschrieben. Und in diesem Buch wird auch ebenfalls ganz intensiv darauf hingewiesen, dass Jesus nur als Sohn Gottes bezeichnet werden kann, aber nicht von Ewigkeit her mit seinem Vater schon existiert hätte. Also, und ich habe in diesen beiden Büchern, die ich jetzt soeben erwähnt habe, das Buch von Allerbeck, einen Amerikaner, der das geschrieben hat, mit dem sich auch die Generalkonferenz auseinandergesetzt hat, weil das sehr intensiv geworden ist, diese Thematik. Und auch in diesem Buch, in beiden Büchern, habe ich heute einmal so durchgeblättert und durchgeschaut. Das eine konnte ich über den Computer nachschauen, ob hier diese Thematik über den Engel des Herrn oder über den Michael vorkommt, und ich habe festgestellt, beides wird nicht mit einem Wort erwähnt. Das heißt, die Argumentation über das, was die Bibel über den Engel des Herrn sagt im Alten Testament und über Michael im Alten und im Neuen Testament über den Erzengel, wird hier in dieser Argumentation nicht einmal mit einem Wort angesprochen.
Und ich meine, dass das ein großer Fehler ist, und wo ich kann, mache ich oft damit aufmerksam: Wenn jemand das richtige Verständnis von der Gottheit Jesu haben möchte und von der Trinität, dann muss er unbedingt diese Thematik anschauen, die wir uns heute hier gemeinsam durchgehen wollen. Erste Frage, die wir uns hier, oder eine weitere Frage, die wir uns hier stellen wollen, ist die Frage: Gibt es eine Identität, oder sind die beiden Gestalten, Michael und der Engel des Herrn, überhaupt identisch? Sind das zwei unterschiedliche Gestalten, oder haben sie miteinander etwas zu tun? Ihr erinnert euch, wenn wir uns vielleicht einen Text aufschlagen, und zwar im Buch der Richter. Das ist eine erste Stelle, wo wir uns erinnern wollen, und zwar Richter Kapitel 2. Richter Kapitel 2, wo wir eine Stelle haben, wo der Engel des Herrn in einer Weise beschrieben wird, wie es die Bibel eben an mehreren Stellen tut. Und ihr erinnert euch an diese Stelle, Richter 2, Vers 1. Es heißt hier: Es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe und gesprochen: Ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Ihr aber sollt keinen Bund schließen mit den Bewohnern des Landes und ihre Altäre zerbrechen und so weiter. Ja? Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Hier spricht der Engel des Herrn, der aber absolut, wie ihr merkt, mit göttlicher Autorität spricht. Also die zweite Person, die Gottheit, die wir mit Jesus Christus identifizieren können. Es gibt da wohl keine andere Möglichkeit, als das so klar zusammenzustellen. Und wir haben uns ja in unserem letzten Thema schon die Frage gestellt: Was machten die Juden, die Kirchenväter in der frühen Kirchengeschichte, und letztendlich auch Mohammed später, der ein Problem mit der Gottheit Jesu bekommen hat, mit solchen Stellen in der Bibel, die eindeutig hier Jesus als Gott, der göttliche Person darstellen, als der, der Israel aus Ägypten geführt hat? Warum war ihnen trotzdem so schwer möglich, Jesus als diese zweite Person der Gottheit zu erkennen? Und wir wissen, es gibt durch das ganze Alte Testament, also bis zum Buch Daniel, wird dieser Engel des Herrn nicht mit Namen genannt. Er wird nicht benannt. Wir haben die Stelle in 2. Mose 23, Vers 20 und 21, wo Gott selber spricht und sagt, dass sie auf diesen Engel achten sollten, seiner Stimme gehorchen sollten, weil mein Name, sagt Gott, in ihm ist. Und das ist dort dieser Name Yahweh. Also der Engel des Herrn trägt auch diesen Namen Yahweh, wie wir es betont haben. Aber im Buch Daniel bekommt er jetzt diesen Namen Michael offensichtlich. Das kann nur dieselbe Gestalt sein. Und zwar erkennen wir das in Daniel Kapitel 12 an dieser Stelle, die wir in den vergangenen Abend schon sicher einige Male zitiert haben auch. Aber lesen wir es hier in diesem Zusammenhang noch einmal. Daniel Kapitel 12, Vers 1, das ist diese Stelle, wo es heißt: Zu jener Zeit, da geht es um die Endzeit, um die letzte Zeit, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Hier wird Michael als der große Engelfürst dargestellt. Und allein dieser Begriff, wie es hier steht, der Engelfürst in der Luther-Übersetzung, ist schon eine Irreführung, weil in diesem Begriff Engelfürst der Gedanke drinnen liegt, dass er selber, diese Gestalt hier, dieser Michael, ein Engel ist, aber eben ein übergeordneter Engel. Und das ist aber nach der hebräischen Sprache, wer erinnert euch, hier steht im hebräischen Grundtext nicht Engelfürst, sondern einfach Fürst. Das Wort Engel kommt hier gar nicht vor. Das zeigt schon, dass selbst bei den Übersetzungen hier durch diese Beifügung der Engel im Zusammenhang mit diesem Begriff Fürst, der im Grundtext hier allein dort steht,
schon irgendwo eine andere Vorstellung vom Engel, von diesem Erz, also von diesem Engelfürsten aufgekommen sein konnte. Also wenn wir hier davon ausgehen, es geht hier um den großen Fürsten Michael, dann ist das derselbe, der in Daniel 8 beschrieben wird. In Daniel 8, Vers 11, da geht es um diesen Fürsten. In Daniel 8, Vers 11 ist vom kleinen Horn die Rede und dort heißt es, er wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Hier haben wir eindeutig diesen Fürsten des Heeres, der große Fürst, der hier dann am Ende der Zeit auftreten wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Das ist im Zusammenhang mit seinem Kommen geschildert. Und hier wird er als der Fürst im Heiligtum beschrieben, also der, der dann im Neuen Testament offensichtlich als der Fürsprecher der Menschen erscheint. Jesus, der große Fürst, der für sein Volk eintritt. Eine ganz klare Definition, dass es sich hier also nur um Jesus handeln kann. Im Neuen Testament wird er in Judas Kapitel 9 geschildert. In Judas Kapitel 9. Und dort wird er im Neuen Testament nicht als Engelfürst bezeichnet, sondern dort kommt das griechische Wort, und das hier übersetzt wird mit Erzengel. Im Judas, im Vers 9, Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel stritt, also hier ist der Streitende, nicht? Der Michael, der mit dem Teufel streitet und mit ihm rechtet über den Leichnam Mose. Eine besondere Beschreibung, die wir hier vorfinden und kennen. Und hier haben wir das griechische Wort Archangelos. Und es wäre jetzt wichtig, dass man hier diesen Begriff Archangelos auch berücksichtigt, was das im Griechischen bedeutet. Im Griechischen sind das zwei Wörter, die zusammengesetzt sind, der Archos und der Angelos oder Arche. Ja? Das ist das Wort für Arche wäre das Wort der Anfang. Und Archos ist der Kopf, das heißt das Haupt. Oder im Griechischen wurden damals auch, und das ist bis heute so, der Archos ist auch ein Kommandant einer Armee. Dieser Begriff Archos ist also in der griechischen Sprache, in der Militärsprache gewesen, der hier den Gedanken eines obersten Chefs einer Armee beinhaltet. Ja? Archos. Und Angelos bedeutet der Bote. Das heißt also der Chef der Boten Gottes. Archangelos bedeutet also nicht, dass der Angelos, also dieser Engel, von dem hier die Rede ist, dass Michael selbst ein Engel ist, sondern er ist, so wie im Daniel dort, der Fürst über die Engel. Wobei er selbst nicht ein Engel sein wird, in dem Sinn wie die üblichen Engel, die von Gott geschaffen wurden. Auch wenn Jesus, und wir werden das in einem weiteren Thema dann noch hören und dann uns das anschauen, wenn wir in die Offenbarung darüber gehen, dass der Begriff Engel natürlich auch im Zusammenhang gebracht wird mit der Erscheinung Jesu in der Offenbarung. Und das meint dort lediglich ein Bote, der Bote, ein göttlicher Bote. Und Jesus ist in dem Fall der oberste der göttlichen Boten, die von Gott gesandt wurden. Und in diesem Sinne erscheint er auch in Daniel Kapitel 10. Ihr erinnert euch, wir haben da schon auch in einem früheren Thema auf diesen Text hingewiesen, der eigentlich zu großen Verwirrungen geführt hat. Und zu dieser Vorstellung, dass es eben mehrere Erzengel gibt. Achtet hier in Daniel Kapitel 10, wenn wir diesen Text aufschlagen, da steht hier Daniel Kapitel 10, Vers 13, aber der Engelfürst, und da steht auch hier Engelfürst, was eigentlich im Grundtext nicht steht, da steht ebenfalls der Fürst,
Der Fürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Hier ist von Gabriel die Rede, der zu Michael, also zum Daniel gekommen ist und mit einer Botschaft und unterwegs von einem Dämon aufgehalten wurde. Und er sagt hier, dieser Engelfürst des Königreiches Persien, also ein Dämon zwischen Himmel und Erde, der ihm da begegnet ist und der ihm 21 Tage widerstanden hat. Und siehe, Michael, einer der ersten, oder wie es im Grundtext und in anderen Übersetzungen heißt, einer der obersten Fürsten, da steht nicht einer der obersten Engelfürsten, sondern einer der obersten Fürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten, heißt es bei mir, müsste auch wieder heißen, mit dem Fürsten des Königreiches Persien. Das heißt, wir haben, hier ist eine Stelle, die den Gedanken vermittelt, dass dieser Michael nicht alleine steht als Fürst, ein oberster Fürst, sondern dass neben ihm noch andere Fürsten sein müssen, mindestens zwei. Ja? Wenn man aber jetzt schon dazu kommt, wie wir es bisher in unserem Thema schon gemacht haben, ganz klar, dass Jesus eine göttliche Person ist und als göttliche Person im Sinne eines obersten Fürsten dargestellt wird, dann können die anderen, die hier in der Mehrzahl hinter oder neben ihm stehen, nicht einfach gewöhnliche Engel oder hochgestellte Engelwesen sein, sondern dann müssen das auch göttliche Personen sein. Und das ist nur möglich, wenn wir hier auch den Vater als obersten Fürsten darstellen und als obersten Kommandanten der himmlischen Armeen. Und wenn auch der Heilige Geist eine Person ist, was wir später in einem Thema noch deutlich machen werden, dass auch der Heilige Geist dann ein oberster Fürst ist, der ebenfalls Engel in sein Werk, das er für die Menschen auf dieser Erde tut, als Stellvertreter Jesu, dass auch er ein Gebieter der Engel sein kann. Darüber werden wir noch sprechen, wenn wir später über die Offenbarung über den Heiligen Geist noch uns Gedanken machen werden. Ja? Also, wie Jürgen jetzt auch angegeben hat, ja, es geht auch hier und dieser Begriff der vornehmsten Fürsten, das sind also Übersetzungen, die hier in diesem Sinne gebraucht werden. Und in diesem Sinne sollte auch dieser Erzengel in der Offenbarung, in Judas dargestellt werden, denn dort kommt dieser Begriff Erzengel vor, dieser Archangelos, ja. Er selbst also ist nicht ein Engel im üblichen Sinn, sondern einer, der die Engel kommandiert. Aber ihr habt schon gemerkt, das sind Texte, die man auch missverstehen kann, wo man den Eindruck bekommt, der Michael ist eben nicht allein als dieser Fürst. Und das hat wohl dazu geführt, dass auch im Judentum schon sehr früh eine Verwirrung über diesen Erzengel Michael oder über diesen Engelfürsten Michael entstanden ist. Denn wir müssen berücksichtigen, dass die Juden ja das Neue Testament, in dem der Begriff Archangelos vorkommt, ja nicht als ihre Schriften anerkennen, sondern dass sie sich hauptsächlich auf das Alte Testament berufen und dort kommt der Begriff Archangelos nicht in dem Sinn vor, weil das ja in der hebräischen Sprache geschrieben ist, im Daniel. Diese zwei Stellen sind die einzigen, woher die Juden diesen Begriff des Engelfürsten haben können. Aber offensichtlich und das ist für mich sehr bemerkenswert gewesen, als ich jetzt diesem Gedanken, dieser Sache nachgegangen bin. Ihr erinnert euch, ich habe ja aufmerksam gemacht, dass ich versucht habe, von jüdischen Rabbinern eine Antwort zu bekommen und eine nähere Information über diesen Erzengel und über diesen Engel des Herrn. Und ich habe herumtelefoniert an Universitäten und Rabbis und Professoren. Ich habe bis heute von keinem wirklich eine richtige, tiefergehende Antwort bekommen. Man hat den Eindruck gehabt, überall, dass man sich noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat damit. Aber ich habe mir inzwischen habe mich versucht, im Internet da ein bisschen schlau zu machen und bin da auf ganz interessante Zusammenhänge gestoßen, die ich heute euch da eben vermitteln möchte in unserem Thema.
wo es wirklich zu einer unwahrscheinlichen Verwirrung im Judentum schon gekommen ist über diesen Erzengel Michael, bevor diese Verwirrung dann auch in die christliche Kirche, in der christlichen Kirche weitergegangen ist. Und wir werden merken, und das war für mich eine Entdeckung, die ich gemacht habe, von der ich noch nie eine Ahnung hatte, dass offensichtlich die Verwirrung des Erzengels, wie es heute im Christentum da ist, aus der jüdischen Tradition gekommen sein muss. Denn dort begegnete ich all diesen Zusammenhängen, wie wir es dann auch in der christlichen Tradition wiederfinden. Und darauf möchte ich euch jetzt aufmerksam machen. Und zwar ist es sehr bemerkenswert, dass man die ersten Auslegungen und die ersten Versuche, diesen Erzengel Michael zu deuten und mit diesem Begriff der Erzengel umzugehen, aus der apokryphen Literatur kommt. Und die Apokryphen, die wurden ja in der Zeit geschrieben zwischen dem letzten Propheten im Alten Testament und Johannes dem Täufer oder der Erscheinung Jesu. Das heißt, wir nennen diese Zeit die prophetenlose Zeit. Gott hat durch Jahrhunderte durch Propheten gesprochen zum Judentum und hat ihnen Offenbarungen geschenkt. Und auch die Offenbarung über den Engel des Herrn. Die Propheten im Alten Testament mussten also genau gewusst haben und die wussten hundertprozentig, dass dieser Engel des Herrn nicht eine untergeordnete Stelle hat, nicht ein wirklicher Engel ist, sondern dass es hier ein göttliches Wesen ist. Aufgrund all der Texte, die wir ja im Alten Testament schon miteinander studiert haben in unseren letzten beiden Themen. Aber in der prophetenlosen Zeit, wo Gott nicht mehr zu den Juden gesprochen hat, weil sie so ungehorsam waren und er ihnen die Propheten genommen hat und sie quasi ohne prophetische Führung 400 Jahre lang sein hat lassen, da hat es viel Verwirrung im Judentum gegeben. Und da ist dieser Gedanke, dass dieser Michael oder dieser Engel des Herrn praktisch nicht eine göttliche Person sei, wie es bei Mose und bei den Propheten noch der Fall war, sondern dass dieser Michael und dieser Engel des Herrn, der da überall im Alten Testament erscheint, eine Engelsgestalt sein muss, ein Engelfürst, ein hochgestellter Engelfürst. Und zunächst ist man dann draufgekommen und da plötzlich tauchen in diesen Apokryphenschriften, die jüdische Tradition wiedergeben, die jüdische Theologie wiedergeben, die zum Teil von Schriftgelehrten und von Pharisäern geschrieben worden sind, denn die haben ja zu dieser Zeit diese Theologie gemacht. Da begegnet man zum ersten Mal vier verschiedenen Erzengeln, die alle mit Namen genannt werden. Allen voran ist interessanterweise Michael geblieben. Der zweite dieser Erzengel wird dann als Gabriel bezeichnet. Schon im Alten Testament, in dieser zwischentestamentarischen Zeit, haben die Juden also den Gabriel ebenfalls als Erzengel bezeichnet, als einen Engelfürst, der nicht ganz gleichrangig mit Michael ist, sondern gleich nach Michael kommt der Gabriel. Und beide, also Michael und Gabriel, erscheinen dort in der jüdischen Tradition vor Christus schon als Fürbitter und Schutzengel des jüdischen Volkes. Also schon in dieser Bezeichnung wurden sie beschrieben, wie das auch später in der katholischen Kirche, wo man da angefangen hat, von Schutzengeln zu reden und von Fürbittern. Die Engel, die haben ja auch eine fürsprechende Funktion. Und gleichzeitig wurde Michael und Gabriel, und da besonders Michael, als ein Straf- oder Todesengel beschrieben. Weil man eben gemerkt hat, dass im Alten Testament dieser Engel des Herrn, und man hat jetzt Michael mit dem Engel des Herrn gleichgestellt, und weil man gesehen hat, dass dieser Engel des Herrn auch manchmal sehr, sehr vernichtend dargestellt wird und auch Gericht bringt, hat man diesen Michael und diesen Engel des Herrn als Todesengel beschrieben. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, woher haben die Juden diesen Namen von Gabriel gekannt? Das kommt natürlich auch aus dem Buch Daniel, denn im Buch in Daniel Kapitel 8 kommt auch das erste Mal der Name von Gabriel vor. Also der Gabriel, der erscheint vorher nirgends bei irgendeinem Propheten mit Namen.
Und wir haben auch kaum einen Hinweis, dass irgendwo einem anderen Propheten erschienen sein mag. Zum ersten Mal ebenfalls im Buch Daniel. Also es ist schon sehr bemerkenswert, dass gerade der Prophet Daniel, der eine besondere tiefe Schau in die Zukunft und in den göttlichen Thronsaal bekommen hat, dass ihm zum ersten Mal auch zwei Namen offenbart worden sind von diesen himmlischen Gestalten, von Michael und dann von diesem Engel Gabriel. Daniel 8, Vers 16, da haben wir dieses Gesicht von den Abenden und Morgen. Und da steht ab Vers 15 vielleicht, als ich Daniel dieses Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann, also ein buchstäblicher Mann, ganz gewöhnlich, wie er ihn gesehen hat. Und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulai rufen und sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, damit er es versteht. Und Gabriel trat nahe zu mir. Also hier haben wir zum ersten Mal, dass hier eine göttliche Stimme den Auftrag gegeben hat, dem Gabriel, dem Daniel die Vision, die er soeben gesehen hat, zu erklären. Und von daher, nachdem die Juden natürlich das Alte Testament kennen und auch das Buch Daniel gekannt haben, wahrscheinlich im Alten Testament noch besser, als sie es heute kennen, denn heute wird der Daniel nicht mehr als Prophet beschrieben, aber hier haben sie diesen Begriff, sind sie dem Namen Gabriel offensichtlich begegnet. Und in der apokryphen Zeit hat man diesem Gabriel jetzt auch den Titel eines Engelfürsten gegeben. Oder dann gleichzeitig auch dieser Begriff, und der erscheint dann schon in der apokryphen Literatur, der Begriff des Erzengels, wie er dann im Neuen Testament erscheint. Plötzlich ist der Gabriel auch ein Erzengel geworden, was er in der Bibel natürlich nicht ist. Wenn wir in der Bibel den Namen beschreiben, ja, Horst hat hier diese Bezeichnung hergegeben, Gabriel, nicht? Das ist eine Bezeichnung für das Wort El da hinten bedeutet immer Gott. Und Michael, da auch bei Michael, das müsste man in drei Teile teilen, Michael. Und das bedeutet in der hebräischen Sprache, wer wie Gott. Ja, also der Gottgleiche. Während Gabriel sich selbst vorstellt, wer er ist, und das können wir in Lukas Kapitel 2 oder Lukas Kapitel 1 lesen, wenn er aufschlagt. Lukas Kapitel 1, da kommt dieser Gabriel zu Besuch und kündigt die Geburt des Johannes des Täufers an. Und da steht in Lukas Kapitel 1, Vers 6, der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und allein in dieser Bezeichnung, der vor Gott steht, hat sich dieser Engel Gabriel selbst genannt und selbst bezeichnet, wer er ist. Es ist also ein Unterschied, ob da jemand ist, der gleich wie Gott ist, ob er den Namen trägt, Michael, gleich wie Gott, oder einen Namen, der zum Ausdruck bringt, ich stehe vor Gott. Und als solcher hat er sich dargestellt. Aber nachdem die Juden natürlich das Neue Testament nicht anerkennen, ist es natürlich umso schwerer gefallen, diesen Gabriel eventuell nicht als Erzengel zu bezeichnen. Und jedenfalls, aber bevor das Neue Testament geschrieben worden ist, haben die Juden den Gabriel schon gemeinsam mit Michael als Erzengel bezeichnet. Dabei ist es aber nicht geblieben, es sind gleich zwei andere dazugekommen, die man auch in der katholischen Lehre findet, und zwar der Uriel und der Raphael. Und nach der jüdischen Tradition sind das die vier Erzengel. Wir haben in der späteren Offenbarung vier Gestalten, die um den Thron stehen. Und bevor die Offenbarung gegeben worden ist, hat hier im Judentum die Idee geherrscht, dass da um den Thron ganz besondere vier Engel stehen. Das ist der Michael, der Gabriel, der Uriel und der Raphael. Und wer die katholische Tradition und auch die protestantische Tradition kennt, der weiß, dass diese Gestalten auch in der christlichen Theologie dann plötzlich auftauchen, in der christlichen Literatur. Darüber werden wir das nächste Mal genauer reden, weil wir uns heute da wieder mit dem Judentum auseinandersetzen wollen, was die Juden aus diesem Erzengel Michael und aus dem Engel Gabriel gemacht haben, nämlich auch einen Erzengel.
Also ist Gabriel und Michael auf dieselbe Ebene gestellt worden und der Uriel und der Raphael ebenfalls. Vier Engelfürsten also, die das Judentum plötzlich hatte. Das bedeutet, es ist also keine Erfindung der katholischen Kirche, sondern eine Erfindung des Judentums und das in vorchristlicher Zeit. Und achtet darauf, es ist hier offensichtlich Satan gelungen, die wahre Identifikation des Michael, der Christus war, der Gottgleiche, und der Engel des Herrn, der ebenfalls mit Christus identifiziert werden, schon vor dem Kommen Jesu auf diese Erde im Judentum zu verwirren. Ich habe jetzt mir ein bisschen das näher angeschaut, was es da alles an Vorstellungen über Erzengel gibt im Judentum, und ich bin drauf gekommen, also eine wirkliche Verwirrung. Und zwar kannte das Judentum, bevor Jesus auf diese Erde gekommen ist, in dieser zwischentestamentarischen Zeit alle möglichen Namen. Es ist nicht bei diesen vier Erzengeln geblieben. Ich habe da eine andere Tradition gefunden, wo man im Judentum von sieben Erzengeln spricht, wie das dann später auch in der christlichen Kirche übernommen worden ist. Und diese sieben Erzengel tragen wieder ganz andere Namen. Da fehlt jetzt der Michael, der Gabriel, der Uriel und der Raphael. Es gibt da eine ganze verschiedene Listen von Namen von Erzengeln. Und da zum Beispiel eine Tradition im Judentum, die kannte einen sogenannten Erzengel mit dem Namen Metatron. Das bedeutet, der am Thron Stehende, neben dem Thron Stehende. Und zwar der Engel der feurigen Säule. Man hat diesen Engel, dessen Metatron, in Verbindung gebracht mit dem Engel des Herrn, der im Alten Testament in der feurigen Säule gegenwärtig beschrieben wird. Also ihr merkt, man hat hier schon biblische Bezüge versucht darzustellen und diesen Engel des Herrn zu deuten. Schlagt auf in 2. Mose 13. 2. Mose 13. Und zwar in Vers 21, da wird uns geschildert, 2. Mose 13, Vers 21, da heißt es, und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Und das ist sehr bemerkenswert. Hier steht nicht, dass das der Engel des Herrn war, sondern der Herr. Und trotzdem hat diese jüdische Tradition, die ich da gefunden habe, diese Stelle als Beweis dafür verwendet oder als Beispiel dafür verwendet, um diesen Herrn mit einem Engel, mit einem Erzengel in Verbindung zu bringen. Offensichtlich hat man hier die Verbindung gesehen, dass dieser Herr, der hier in der Wolkensäule erscheint, dann im nächsten Kapitel, in Kapitel 14, Vers 19, als Engel Gottes erscheint. Da heißt es nämlich, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog, und stellte sich hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie. Das heißt, mit diesem Engel des Herrn ist die Wolkensäule nach hinten gewandert und dann wieder nach vorne. Also ist der Herr und der Engel des Herrn auch für die Juden offensichtlich dasselbe. Aber jetzt haben sie diesen Engel des Herrn mit diesem Namen bezeichnen, Metatron, also dieser Engel der feurigen Säule. Und tatsächlich hat man diese beiden Stellen miteinander verbunden, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Also nicht mehr eine göttliche Person. Wenn man aber den Text genau liest und diese Texte zusammenschließt, muss man sagen, da kommt ja genau eine göttliche Person heraus. Aber in dieser zwischentestamentarischen Zeit ist es hier, man kann das mir wirklich nur sagen, ist es Satan gelungen, auf diese Art und Weise das Judentum davon abzulenken, dass es hier eine zweite Person neben Gott gibt. Dann ein zweiter Name eines Erzengels, der wurde Pniel genannt. Eine sehr bemerkenswerte Sache, Pniel. Und wenn ihr die Bibel gut kennt, dann wisst ihr, dass dieser Name Pniel in der Geschichte von Jakob auftaucht, wo er damals mit einem Mann gekämpft hat, eine ganze Nacht lang. Und zwar 1. Mose 32 habt ihr diese Geschichte, wo Jakob in dieser Nacht mit diesem Mann gerungen hat. Und da steht hier in 1. Mose 32, Vers 25,
wo da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und dann, Jakob hat hier eine Verletzung erlebt. Im Vers 26 steht, dass ihm die Hüfte verrenkt worden ist. Und im Vers 27 heißt es, und er sprach, Jakob sprach, lass mich gehen. Oder der Engel, der mit ihm gekämpft hat, dieser Mann, ja, der wird nicht ein Engel beschrieben, sondern ein Mann zunächst. Und er sagt dem Jakob, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob wusste, dass das kein Engel ist, ein Engel kann nicht segnen, das kann nur Gott. Und er hatte das auch als eine göttliche, er hat ihn auch als eine göttliche Person gesehen. Und dann heißt es hier im Vers 28, er sprach, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn das selbst. Und Jakob nannte diese Stätte Peniel. Und da habt ihr diesen Begriff, Peniel. Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Da, Jakob sagt hier noch deutlich, dass der Mann, mit dem er hier gekämpft hat, dass es Gott war. Und dass er Gott von Angesicht gesehen hat, dass er ihn gegriffen hat in dem Sinn. Natürlich wissen wir das, dass jetzt nicht Gott in Person war, sondern dass das offensichtlich Jesus war. Aber für das Judentum, hier in dieser apokryphen Zeit, da hat man diesen Namen genommen, Peniel, den Jakob hier für einen Ort genannt hat, und daraus hat man den Namen eines Erzengels gemacht, eines zweiten Erzengels. Sehr bemerkenswert. Dann habe ich hier noch vier andere Namen gefunden. Einen Remiel, einen Sariel, einen Anael, einen Raguel und einen Razael. Also fünf Namen, die hier beschrieben werden. Und der letzte, der hier genannt wird, dieser Razael, von dem ist im Judentum die Tradition entstanden, dass dieser Name trägt den Gedanken des Geheimnisses Gottes in sich. Und von ihm glauben die Juden, dass er Adam aus dem Paradies vertrieben hat, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hat. Also sehr bemerkenswert. Sieben Namen von Erzengeln, die wieder ganz anders lauten als die einen, die wir vorhin genannt haben. Also ich habe mir die Frage gestellt, woher wusste man das? Plötzlich haben die Juden gewusst, wie da irgendwelche Engel, und wir wissen, im Himmel gibt es natürlich hochgestellte Engelwesen, aber die erscheinen in der Bibel nirgends mit Namen. Außer Gabriel wird kein einziger Name mit Namen genannt. Es ist eine sehr bemerkenswerte Sache. Also woher haben sie diese Offenbarung, dieser Namen für diese Erzengel? Das konnte sicher nicht Gottes Offenbarung gewesen sein, denn Gott hat keinem Propheten solche Namen von himmlischen Engelwesen offenbart. Also es ist hier offensichtlich wohl eine dämonische Offenbarung gewesen. Und vieles, was in den Apokryphen steht, wird ja hier auch geschildert, dass hier diese Leute, die das geschrieben haben, in Visionen geschaut haben. Also da sollten wir es bewusst machen. Hier hat offensichtlich Satan einen starken Einfluss ausgeübt auf die jüdische Denkweise, auf die jüdische Theologie und auf die jüdische Interpretation der alttestamentlichen Schriften. Und das sollte uns wohl bewusst sein. Und das unmittelbar in der Zeit, also das ist so 150 Jahre bis 200 Jahre und weniger, bevor der Messias, bevor der wahre Michael, der wahre der Engel des Herrn auf diese Erde gekommen ist, in Menschengestalt. Und es ist ja sehr bemerkenswert. Ich habe mir die Frage gestellt, gibt es irgendwo in der Bibel einen Hinweis dafür, dass dieser Engel des Herrn, wenn er schon so oft genannt wird, dass dieser Engel des Herrn, wenn er Jesus ist, der Christus, der Gesalbte dann, dass er der Erlöser ist, der dann in diese Welt kommen sollte, gibt es da im Alten Testament irgendwo einen Hinweis dafür, dass dieser Engel des Herrn angekündigt wird, dass er kommen würde, hier auf diese Erde, dass er als Mensch oder irgendwie kommen würde?
Und da ist mir dann plötzlich die Stelle eingefallen, eine einzige Stelle, wo da dieser Gedanke tatsächlich drinnen ist. Und das ist die Stelle im Maleachi Kapitel 3. Dort wird er allerdings nicht als Engel des Herrn beschrieben, sondern, wie wir es hier lesen, als Engel des Bundes. Schlagt auf, also Maleachi 3, Vers 1. Da heißt es hier: Sieh, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald, und dieser Bote, nicht, den bringen wir mit Johannes dem Täufer in Verbindung, also es wussten auch die Juden, dass bevor der Messias kommen würde, kommt der Elia, auf den warten sie ja heute noch. Und dann heißt es hier, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Also eine sehr interessante Stelle. Hier wird der beschrieben, dass der Herr zu seinem Tempel kommt und in der Wiederholung, als hebräischer Parallelismus, dieser Herr ist gleichzeitig der Engel des Bundes. Ihr habt ja eine ähnliche Parallelität, wie wir dort in 2. Mose 13, 21 mit 2. Mose 14, 19. Zuerst wird er als Herr genannt, der da in der Wolkensäule drinnen ist, und dann als der Engel Gottes. Und das habt ihr hier ebenfalls. Zuerst der Herr und dann der Engel des Bundes. Das heißt, hier ist eine starke Aussage, die gemacht wird. Hier wird der Engel des Herrn, der überall im Alten Testament beschrieben wird, auch als Engel des Bundes beschrieben. Der den Bund mit Israel gemacht hat. Und das kann nur eine göttliche Gestalt sein. Und jetzt müsste man eigentlich Juden fragen, wie ist es möglich, wenn ihr eure Bibel richtig studiert und wenn damals die Juden die Bibel richtig studiert hätten, dann hätten sie eigentlich hier einen Hinweis gehabt, dass dieser Engel des Herrn, der durch das ganze Alte Testament das Volk Israel geführt hat, dass dieser Engel des Herrn einmal kommen würde. Und er wird ja beschrieben hier, wer wird aber den Tag des Herrn ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold. Also hier ist ganz klar davon die Rede, dass dieser Engel des Herrn eine besondere Aufgabe der Läuterung durchführen wird am jüdischen Volk, an der Priesterschaft. Denn es heißt dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Also das ist eine ganz deutliche messianische Prophezeiung, oder lassen wir mal diesen Begriff Messias aus, sondern eine Prophezeiung, die hier ganz deutlich ankündigt, dass dieser Engel des Herrn, also Michael, eigentlich der Name, den wir bei Daniel haben, dass dieser Michael hier zu seinem Volk kommen würde und eine Reinigung seines Volkes und besonders eine Reinigung des Tempels vornehmen würde. Also eine sehr bemerkenswerte Stelle, die wir haben. Und wie man trotz solcher Stellen dann dahinter kommt, diesen Michael lediglich als einen von sieben Erzengeln zu beschreiben, das ist ein Rätsel, das man hier wirklich nur sagen kann, hier muss eine höhere Weisheit, die nicht von Gott kommt, sondern von unten her, irgendwo diese Gedanken da hineingebracht haben in diese jüdische Tradition. Ich habe dann eine andere, und inzwischen bin ich drauf gekommen, und das haben mir auch manche Leute, die das Judentum also sehr gut kennen, von dieser Seite her bestätigt, dass es also im Judentum von Anfang an, also aus dieser Zeit heraus, einen großen Engelskult gegeben hat, der bis heute besteht. Ich habe zum Beispiel da gibt es dieses apokryphe Buch Henoch. Und da gibt es mehrere Bücher Henoch und eines davon ist das äthiopische Buch Henoch. Und hier werden sieben Erzengel genannt. Da wird Gabriel als erster genannt, dann Uriel, Raphael, Raguel, dann kommt der Michael, dann ein gewisser Sarakael und ein Remiel. Also die Namen, in jeder Tradition gibt es irgendwo ähnliche Namen, gleiche Namen und dann wieder unterschiedliche Namen. Und bemerkenswert ist auch, wie kommt man auf diese Zahl 7? Aus der Offenbarung würde uns das verständlich sein.
Und da werden wir das nächste Mal darüber reden. In der Offenbarung tauchen dort sieben Engel auf, die vor dem Thron Gottes stehen. Aber nirgends im Alten Testament werdet ihr irgendwo eine Thronszene beschrieben finden, wo Engel Gottes vor dem Thron stehen und die mit einer Siebenzahl in Verbindung gebracht werden. Das kann man im ganzen Alten Testament nirgends finden. Kein Prophet hat irgendwo das geschaut, was Johannes geschaut hat im Neuen Testament, in der Offenbarung, was also im Alten Testament kein Prophet gesehen hat. Sieben Engel, die da vor Gott stehen, die man dann irgendwo dann auch in der katholischen Tradition mit Erzengeln bezeichnet hat. Aber es gab es im Judentum noch nicht und das hat mich sehr stutzig gemacht. Und deshalb gibt es heute Bibelkritiker, die meinen, dass der Johannes seine Offenbarung von den apokryphen Büchern, also auch von einem Buch Henoch, abgeschrieben hat, weil dort schon längst von diesen sieben Engeln die Rede ist und von Erzengeln in Mehrzahl und dann später erst in der Offenbarung diese Engel dort beschrieben werden. Wir werden aber, wenn wir dann auf dieses Thema hinkommen werden, werden wir merken, dass also die Engel, die sieben Engel, die dort beschrieben werden, niemals als Erzengel bezeichnet werden können. Das ist eine Irreführung, die eben aus dieser jüdischen Tradition kommt. Ein anderer Hinweis, eine spezielle Beschreibung für Gabriel, die ich da gefunden habe, das ist dieser Gabriel, der doch in der Bibel diesen Namen hat. Und von ihm wird gesagt in diesem apokryphen Buch Henoch, in diesem äthiopischen Buch, dass er der Herr über die Schlangen, also über das Paradies gewesen ist, schon damals bei Adam und Eva, dass der Herr über die Schlangen und über die Cherube, also der Gabriel ist der Vorsteher, der Höchste, über die Cherubim und Seraphim. Das ist sehr bemerkenswert, denn in der biblischen Geschichte könnte man, ist das letztendlich auch so, wenn man das Thema studiert, hat Gabriel die Stelle von Luzifer eingenommen, die Luzifer ursprünglich hatte. Und deshalb wird Gabriel offensichtlich hier auch namentlich besonders genannt. Weil der Engel, der ursprünglich der Höchste über die Engel war, also nicht neben Jesus, sondern der Höchste über die Engel, aber der nie als Erzengel bezeichnet wird, obwohl er in der katholischen Kirche auch als Erzengel bezeichnet wurde. Und ich habe auch in der jüdischen Tradition einen Erzengel mit Namen Satanael gefunden. Und ich bin inzwischen dahinter gekommen, dass das Judentum, dass es eine Tradition im Judentum gibt, wo man gar nicht richtig an den Teufel glaubt. Dass das auch ein Thema ist, dem möchte ich noch besser nachgehen, dass man auch hier irgendwo Satan leugnet, obwohl er im Alten Testament ja doch vorkommt. Ja? Aber das ist nur ein Thema, das ich selbst mir noch näher anschauen möchte. Aber ein Satanael als Erzengel, und wir wissen ja, in der christlichen Tradition wird auch Luzifer, das ist der Name ursprünglich, den Satan gehabt hat, als Erzengel bezeichnet. Ebenfalls wieder auf derselben Ebene mit Michael. Aus all diesen Betrachtungen könnt ihr irgendwo feststellen, dass es Satan offensichtlich hier im Hintergrund darum ging, sich selbst mit Michael, mit einem Erzengel gleichzustellen. Im Talmud kann man auch finden, also im jüdischen Talmud ist Michael der höchste Engel, der höchste Erzengel und dann kommt gleich Gabriel. Und es ist auch die Gerichte Gottes durchführt und der Israel verteidigend und schützend bewahrt. Eine weitere interessante Hinweis, den ich gefunden habe, ist, dass man Michael und Gabriel als die beiden Engel identifiziert, die in Sodom und Gomorra erschienen sind, und zwar in 1. Mose 19. Da sind ja drei Männer erschienen, die dort den Abraham besucht haben. Und diese drei Männer werden ebenfalls nur mit hochgestellten Engelwesen dargestellt, nämlich auch mit Michael, Gabriel und von dritten habe ich noch nicht herausgefunden, wie sie den dritten nennen. Aber sehr bemerkenswert, dass sie sagen, dass Michael zuständig war, um Lot zu retten, dieser Erzengel, Michael, und Gabriel, um die Stadt zu zerstören. In den rabbinischen Quellen heißt es von Gabriel, er bestehe aus Feuer.
Und das ist auch interessant, das kann man in der muslimischen Tradition wiederfinden. Mohammed hat zum Beispiel gelehrt, und das steht im Koran, dass Gott die Engelwesen aus Feuer geschaffen hat, während er den Menschen aus Erde geschaffen hat. Und jetzt bin ich aufgrund dieses Studiums dahinter gekommen, dass diese Idee, dass die Engel aus Feuer geschaffen wurden, aus der jüdischen rabbinischen Tradition kommt, aus den Apokryphen. Und Michael wird dargestellt, dass er aus Schnee besteht, dass Gott diesen Michael aus Schnee geschaffen hat und wie Schnee anzugreifen wäre. Also Schnee existiert, das Weiße, das Reine wahrscheinlich, dass man damit zum Ausdruck bringen wird. Also Vorstellungen, ihr merkt, die mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit nichts mehr mit zu tun haben. In der späteren, diese Tradition der Engelwelt, diese Verwirrung in der jüdischen Tradition der Erzengel, kommt jetzt noch dazu, dass im 12. und 17. Jahrhundert diese jüdische Kabbala, also eine jüdische spiritistische Bewegung entstanden ist und die natürlich schon sehr in der frühen Geschichte entstanden ist, aber im 12. Jahrhundert so zu einem großen Höhepunkt gekommen ist. Und dort hat man ebenfalls sieben Erzengel, die man kennt, die wieder andere Namen haben zum Teil. Und bemerkenswert ist, dass man hier in der Kabbala diese sieben Erzengel einerseits bestimmten Wochentagen zugeordnet hat, dann bestimmten Farben und bestimmten Planeten. Und da habe ich eine Aufzählung, ganz kurz, ist das ganz interessant, das darzustellen. Michael ist für den Sonntag, der Schutzpatron praktisch für den Sonntag. Ihm ist auch die Sonne zugeteilt worden und die goldgelbe Farbe. Gabriel ist der Montag zugeteilt worden und gleichzeitig der Schutzpatron des Mondes und die silbergraue Farbe. Dann der Samael, so heißt dieser dritte Erzengel, den man hier genannt hat. Dem wurde der Dienstag anvertraut, der Schutzpatron für den Dienstag. Merkt ihr schon das Katholische hier, dass hier in dieser Art auch der Schutzpatrone für verschiedene Tage ausgewählt hat. Und da wurde der Mars und dann die rote Farbe denen zugesprochen. Dann für den Raphael kam der Mittwoch, der Merkur und eine Spektrumfarbe. Dann Sedekiel, Donnerstag und dann der Jupiter und Blau. Anael oder Barakiel, dem wurde der Freitag zugeordnet und dann die Venus und dann die Farbe Grün zugeordnet. Und dann kommt der siebte Erzengel, den hat man hier in der jüdischen Kabbala den Namen Sabbataios gegeben. Ja? Sabbataios, das heißt, es kommt von Sabbat und dem wurde der Samstag zugeordnet und der Saturn und die Farbe Schwarz. Das ist jetzt mehr dieser Unglückspropheten zu haben. Auch die Römer haben den Samstag dem Saturn geweiht und in der römischen Tradition ist das auch ein Unglücksplanet. In der ganzen Astrologie wird der Saturn als Unglücksplanet beschrieben und der wird in Zusammenhang gebracht mit dem siebten Tag. Das ist eine sehr bemerkenswerte Sache, nicht? Dass es dem Teufel gelungen ist, auch über diesen Weg den siebten Tag, den Gott geheiligt und gesegnet hat, in Verbindung zu bringen mit einem Tag, der eher Unglück bringt, ja, mit einem unter dem Zeichen eines Unglücks. Was für mich dann auch noch interessant war, was ich jetzt da gefunden habe, bei Josephus Flavius. Und Josephus Flavius war ein berühmter jüdischer Geschichtsschreiber, der noch zur Zeit der Apostel gelebt hat. Von Josephus Flavius wissen wir, dass er 70 nach Christus als Jude zu den Römern übergelaufen ist und von den Juden dann als Verräter beschrieben worden ist. Und er hat ja wertvolle jüdische Geschichte geschrieben. Und bei ihm habe ich in seinem Buch Jüdische Altertümer, das ich selbst habe ich da mal geblättert, um zu schauen, ob ich da etwas finde über diese Tradition der Engel und des Erzengels Michael. Und tatsächlich fand ich da in diesem Buch über die jüdischen Altertümer im ersten Band auf der Seite 44 und 45 einen Kommentar zu 1. Mose 16, wo es da um die Geschichte, wo die Israeliten durch die Wüste gezogen sind und da das Manna dann gefallen ist. Und da schreibt Josephus Flavius zum Beispiel, und als sie in der Wüste umherirrten, begegnete ihr ein Engel Gottes, begegnete also dem Volk, ja,
Entschuldige, nein, das ist zuerst 1. Mose 16, da habe ich was Falsches gesagt. Da geht es um die Geschichte von Hagar, wo der Engel Gottes ihr erschienen ist. Als sie in der Wüste mit ihrem Hund hergeirrt ist, als sie vom Abraham weggesandt wurde. Und dieser Engel des Herrn befahl ihr, zu ihrem Herrn zurückzukehren. Und für Josephus Flavius, der hier die jüdische Religion wiedergibt, die jüdische Tradition, war auch dieser Engel, der Hagar erschienen ist, ein gewöhnlicher Engel. Und wenn wir den Text dort lesen, in 1. Mose 16, ich spare mir das jetzt zeithalber, den Text könnt ihr ja selber aufschlagen, 1. Mose 16, 7 bis 14, wenn man den Text dort liest, erscheint er dort ebenfalls als eine göttliche Gestalt. Denn er gibt Hagar Antworten Hinweise, dass er sie segnen würde. Und auch in 1. Mose 18 hat Josephus Flavius einen Text geschrieben, dort wo diese drei Engel also die zwei Engel mit Jesus, dem Abraham erschienen sind. Und da schreibt er zum Beispiel, als nun Gott dieses beschlossen hatte, sah Abraham an der Tür seines Hauses in Mamre sitzend drei Engel. Also er beschreibt das ja alle als drei Engel. Er stand auf, begrüßte sie und bat sie, seine Gastfreundschaft anzunehmen. Sie taten nun, als ob sie speisen würden, schreibt er. Also die haben gar nicht richtig gespeist, sondern sie haben nur getan, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass hier Engel, wenn sie vom Himmel gekommen sind, sich tatsächlich da einladen haben lassen von Abraham und gegessen. Selbst der Herr, der dort erschienen ist, hat ja, und das war ja Jesus, der dort erschienen ist, hat sich von Abraham einladen lassen und hat dort von diesem vorbereiteten Lamm, das er geschlachtet hat, gegessen. Ja, und Josephus Schabes sagt, sie haben nur so vorgetäuscht, als würden sie essen. Da verstellten sie sich nicht länger, sagt er dann, und bekannten, dass sie die Engel Gottes seien. Einer von ihnen sei gesandt, um ihnen den Sohn zu verkündigen, den Abraham, den Sohn anzukündigen, um die Sodomiter auszurotten. Also ihr habt hier lauter Hinweise, dass es also eine große Verwirrung gegeben hat im Judentum und dass dieser Gedanke, dass dieser Engel des Herrn mit einer göttlichen Person, mit einer zweiten göttlichen Person in Verbindung gebracht wird, überhaupt nicht mehr da war. Und als Jesus auf Erden kam, wusste also kein Jude mehr, dass Michael und der Engel des Herrn eben eine göttliche Person sei, wie es in den alttestamentlichen Schriften aber noch klar und von den Propheten klar erkannt worden ist. Und als Jesus dann auf Erden war, wissen wir, da hat er ja mal Bezug genommen auf diese Geschichte in Johannes Kapitel 8. Da hat der Jesus offensichtlich, also es gibt da auch unterschiedliche Meinungen, aber als Jesus hier in Johannes 8 die Juden ansprach, dass Abraham seinen Tag gesehen hat, hier in Kapitel 8 in Johannes Vers 56, da heißt es, Abraham, euer Vater, ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Also die Juden haben hier schon verstanden, dass Jesus hier davon sprach, dass er Abraham gesehen hätte. Und Jesus sagt hier, Abraham hat sich gefreut, als er ihn gesehen hat, dass er seinen Tag gesehen hat. Jetzt gibt es manche, die meinen, Jesus spricht hier von dem Tag der Zukunft, wo Jesus wiederkommen wird, dass Abraham auf diesen Tag hingeschaut hat, dass er ihn gesehen hat und sich gefreut hat. Aber andere sind der Überzeugung, und dazu gehöre ich auch, ich glaube, dass Jesus hier auf diesen Bezug nimmt, den er damals bei Abraham gemacht hat und dass sich der Abraham gefreut hat, ihn zu sehen. Und wenn die Juden jetzt ihre Bibel richtig gekannt hätten, und hätten sie natürlich auch hier wissen können, ja, der Abraham hat damals diesen Engel des Herrn zu Besuch gehabt, eine zweite Person der Gottheit, die da erschienen ist, mit dem Abraham ganz normal kommuniziert hat und kein Problem hatte, eine menschliche Gestalt als Gott anzureden. Denn er hatte dann diese Gestalt, diesen Engel des Herrn, mit dem Richter aller Welt angesprochen. Soll denn der Richter der aller Welt nicht gerecht richten, als Abraham mit ihm da ins Gespräch gegangen ist, wegen der Verschonung der Israeliten? Also sehr bemerkenswert, davon war zur Zeit Jesus keine Rede mehr.
Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie war es denn eigentlich bei den Aposteln? Hat der Apostel Paulus oder die anderen Apostel irgendwo diesen Bezug im Neuen Testament hergestellt, aus dem man erkennen kann, dass sie, obwohl sie aus jüdischer Tradition kamen, doch diesen Engel des Herrn mit einer göttlichen Person in Verbindung gebracht haben? Und jeder, der das Neue Testament gut kennt, der wird wissen, dass der Paulus tatsächlich diese Argumentation geführt hat. Genau diese als Argument, das wir heute gerade dabei sind, uns da näher anzuschauen. Paulus hat, nachdem er Jesus gekannt hat und also seine Bekehrung erlebt hat und vorher wahrscheinlich diese falsche Tradition von einem Erzengel, von Michael und vom Engel des Herrn gehabt hat, denn das musste er von Judentum her so verkehrt gesehen haben, denn es hat da nichts anderes gegeben offensichtlich als diese Vorstellungen. Und als er sich bekehrte, hat er sehr wohl auf diese Zusammenhänge im Alten Testament aufmerksam gemacht. Wir haben eine Stelle hier in 1. Korinther Kapitel 10, die so gesehen werden kann. 1. Korinther Kapitel 10, da geht Paulus hier auf diese Geschichte der Wüstenwanderung ein, wo er im Vers 1 sagt: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter sind alle unter der Wolke gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Ihr merkt also, hier hat Paulus ist er diesen Weg der Argumentation gegangen, den ich heute mit euch da versucht durchzugehen, dass er gesagt hat, Jesus war der Engel des Herrn. Und genau das ist im Judentum offensichtlich verloren gegangen, dass dieser Engel des Herrn nicht ein gewöhnlicher Engel war, sondern eine göttliche Person, die dann gekommen ist als dieser Engel des Bundes, der da erschienen ist. Der Engel des Herrn, also Christus. Michael, der Fürst des Herrn, der im Neuen Testament dann zu diesem Engel des Herrn, also zu diesem Erzengel wird. Und von diesem Erzengel, auch diesen Begriff Erzengel, hat Paulus gekannt und ihn mit Jesus in Verbindung gebracht. Und zwar in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Das ist die einzige Stelle, die wir bei Paulus hier haben. Aber das zeigt einfach, dass der Paulus diese Argumentation mit dem Erzengel sehr wohl eingebaut hat in seine Überzeugungsversuche, die Juden von Christus zu überzeugen, dass er identisch ist mit diesem Erzengel im Alten Testament oder mit diesem Engelfürsten, dem Engel des Herrn. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, da spricht der Paulus von der Wiederkunft Jesu und im Vers 16 sagt er, denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Ja? Also hier zieht Paulus einen Vergleich, dass dieser Erzengel Jesus ist. Und nirgends in der Bibel finden wir eine zweite Person, die als Erzengel bezeichnet wird. Einzig und allein Jesus, der als Michael dann auch in der Offenbarung erscheint, das wir gleich sehen werden. Ja? Aber achtet hier, bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Text, der Herr wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels. Und da muss man jetzt fragen, ja, wer ist, wenn jemand einen Zweifel hat, dass dieser Erzengel nicht mit Jesus in Verbindung gebracht wird, dann braucht er hier nur Johannes 5, Vers 28 aufschlagen, wo Jesus dann ja selber sagt, dass die Zeit kommen wird, wo die Menschen die Stimme des Menschensohn hören werden und hervorgehen werden von den Toten, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die da Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also damit hat der Paulus, wenn er hier sagt, dass Jesus mit der Stimme des Erzengels kommt, da hat er hier ganz eindeutig Jesus mit diesem Erzengel identifiziert. Und es ist nur verwunderlich, wie es möglich ist, dass diese Zusammenhänge offensichtlich im Judentum nicht erkannt worden sind. Obwohl es hier, wie wir schon gesehen haben, der Erzengel mit dem Teufel um den Leichnam Mose gestritten hat.
Das steht hier im Neuen Testament, aber nachdem die Juden ja das Neue Testament nicht anerkennen, können sie das natürlich nicht wissen, dass hier dieser Erzengel der ist, der um die Erlösung des Menschen, für die Erlösung des Menschen zuständig ist. Und in Offenbarung 12, das ist der letzte Text, den wir hier in der Bibel finden, hier wird im Neuen Testament ganz deutlich dieser Michael als der beschrieben, der eben mit dem Teufel streitet. Es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten wider den Drachen. Also hier diese zwei Parteien des abgefallenen Engels und Jesus, der Engelfürst. Hier wird ganz deutlich, dass Jesus der Fürst ist, der auf der anderen Seite steht, dem Teufel gegenüber, der mit seiner Armee gegen Michael und seine Engel kämpft. Und hier in dieser Offenbarungsstelle wird gesagt, dass nicht der Drache mit seinen Engeln gewonnen hat, sondern Christus mit seinen Engeln. Und offensichtlich ist das ein Zusammenhang, der durch die ganze Bibel zu erkennen ist. Und wenn man das Neue Testament natürlich mit einbezieht, dann sollte es für Christen zumindest kein Problem sein, in Jesus diesen Erzengel zu sehen, nämlich diesen Engelfürsten. Erzengel ist manchmal ein irreführendes Wort, aber wenn wir das so verstehen, der Kommandant der Engel, der Fürst der Engel, dann stimmt das mit dem, was wir auch in Daniel haben, völlig überein. Das heißt, Paulus ist hier also den Weg der Argumentation über diesen Engel des Herrn im Alten Testament gegangen. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus, als er damals hier auf Erden war und als er von den Juden verkannt wurde, die ja prinzipiell nicht geglaubt haben, dass es eine zweite Person der Gottheit gibt, denn deshalb haben sie ja das große Problem mit ihm bekommen und dann letztendlich gesagt, ans Kreuz mit ihm, dass Jesus aber nach seiner Auferstehung, da haben wir diese Stelle, wie er nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern, mit diesen Emmaus-Jüngern, durch die Schrift gegangen ist. Und da steht in Lukas Kapitel 24, wie er dann nach dieser Auferstehung den Jüngern verständlich gemacht hat, was jetzt da passiert ist und warum das Ganze stattgefunden hat, dass er, obwohl sie erwartet haben, dass er Israel erlösen würde, jetzt am Kreuz gelandet hat und diese ganze Leidensgeschichte durchgemacht hat. Und wir kennen hier das bekannte Wort im Vers 25, und er sprach zu ihnen, O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt ward. Da steht jetzt nicht, dass Jesus jetzt die ganze Zeit damit verbracht hat, um diesen Jüngern zu erklären, wo überall etwas steht, warum ja der Christus leiden musste und warum dieses Leiden notwendig war, sondern er sagt jetzt letztendlich nicht nur das, warum der Messias leiden sollte, sondern was von ihm, von Jesus, in der Schrift bei Mose und bei allen Propheten geschrieben stand. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob Jesus hier einen ähnlichen Weg gegangen ist mit seinen Jüngern, um ihnen auch diese Stellen vom Engel des Herrn zu zeigen im Alten Testament. Und ich denke, dass das ja eine Argumentation ist, die der Paulus hier ja dann übernommen hat im Neuen Testament, dass er hier mit diesem Engel des Herrn argumentiert hat. Und überlegt euch einmal, und wir werden diesen Gedanken später mal bei diesem Thema, wenn wir da auch über diese Geschichte der Verwerfung noch einmal näher nachdenken werden, werden wir auf diesen Gedanken noch einmal eingehen. Es ist ja durchaus möglich, dass Jesus den Jüngern erklärt hat, was er als Engel des Herrn, als Michael, als Fürst des Heeres des Herrn durch das ganze Alte Testament für das jüdische Volk getan hat. Mit welcher Liebe, mit welcher Barmherzigkeit, mit welcher Geduld, aber auch mit welchen Gerichten er diesem Volk begegnet ist durch das ganze Alte Testament. Und dass das Volk durch die ganze Geschichte trotzdem immer wieder gegen Gott gehandelt hat. Die Propheten, die auf diesen Gott, auf diesen Engel des Herrn natürlich auch hingewiesen haben und erwartet haben, dass sie diesen Führer Israels gehorchen. Und dass sie ihn immer wieder abgelehnt haben.
Und dass Jesus den Jüngern an diesem Auferstehungstag, diesen Emmaus-Jüngern, auch diese Geschichte etwas verständlich gemacht hat, was er als Michael, als Engel des Herrn, als Engel des Bundes im Alten Testament, als Fürst der Engel schon getan hat und wo sie ihn immer wieder abgelehnt haben und die Propheten, die versucht haben, darauf hinzuweisen, ihn ebenfalls abgelehnt haben. So gelang es also offensichtlich dem Teufel, den Weg zur Verwerfung und zur Kreuzigung Jesu und zur Verwerfung des Sohnes Gottes erfolgreichst vorzubereiten, indem er den jüdischen Schriftgelehrten und dem jüdischen Volk irgendwo diesen Blick, diese Wahrheit über dem Engel des Herrn und die Wahrheit über den Michael als den großen Engelfürsten irgendwie zu verblenden und zu verdrehen. Offensichtlich hat es deshalb dazu geführt, was Paulus dann in der Apostelgeschichte in Kapitel 3 sagt, und ich denke, das ist hier ein sehr bemerkenswerter Zusammenhang, den ich hier abschließend einbauen möchte und euch aufmerksam möchte. Schlagt auf in Apostelgeschichte 3. Da verwendet der Paulus gerade diesen Begriff des Fürsten, was die Juden mit diesen Fürsten gemacht haben. Und da merkt ihr auch, dass er hier eine Parallele zu diesem alttestamentlichen Fürsten offensichtlich in gewisser Weise gezogen hat. Und in einer Rede sagt er hier im Vers 3, im Kapitel 3, Apostelgeschichte 3, Vers 13, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt. Vor Pilatus, als er ihn loslassen wollte, das heißt, der Heide wollte ihn loslassen, aber ihr habt ihn verleugnet. Ihr aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und batet, dass man euch den Mörder schenke. Aber, und jetzt achtet, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den Fürsten des Lebens. Und ist das nicht ein Hinweis im Alten Testament, woher nimmt Petrus hier in dieser Rede diesen Begriff, dass er Jesus als den Fürsten des Lebens bezeichnet, dass wenn man das Alte Testament kennt, hat man sofort eine Verbindung zu diesem Fürst des Heeres des Herrn, wie er in Daniel offenbart wird, zu diesem großen Engelfürst Michael, der am Ende der Zeit die Toten aus den Gräbern rufen wird. Da stand ja schon auch bei Daniel 12 dort, ja, den Text, wenn wir dort den Text weiterlesen. Kommt er eindeutig dort vor. Ja? Also eine sehr bemerkenswerte Bezeichnung. Und diesen Fürsten des Lebens, der im Alten Testament dafür gesorgt hat, dass Israel Leben bekommt, dass Israel auch ewiges Leben bekommt, durch die Fürsprache dieses Engels des Bundes, indem er ihnen den Bund anbietet, der ein ewiger Bund sein sollte. Und jetzt kam der Engel des Bundes auf diese Erde und hat diesen Bund erneuern wollen mit seinem Volk. Tut Zeichen und Wunder vor diesem Volk. Und was machen sie? Weil sie offensichtlich diesen Engel des Herrn, diesen Fürsten des Herrn, diesen Michael im Alten Testament schon nicht mehr gekannt haben, haben sie ihn auch nicht mehr erkannt, als er vor ihnen stand und mit Zeichen und Wundern vor ihnen stand und letztendlich haben sie ihn letztendlich gehasst und gekreuzigt, weil er in ihr Konzept nicht hineingepasst hat. Eine bemerkenswerte Geschichte, die man hier nur sagen kann, auf die man aufmerksam machen kann, die zeigt, wie diese Verwirrung mit dem Erzengel Michael und mit dieser Vielzahl von verschiedenen Erzengeln auch letztendlich zur Kreuzigung und zur Verwerfung Jesu geführt hat. Das war niemals Gottes Plan. Gott wollte, dass sie ihn annehmen und dass sie ihn gehorchen seiner Stimme, damit sie Vergebung ihrer Sünden bekommen. Und niemand hat den Auftrag bekommen, Jesus zu töten, damit dann erst Vergebung möglich wird. Ein Gedanke, den wir weiter in unserem weiteren Thema sicher noch ansprechen werden und aufnehmen werden. Ja, vielleicht bis hierher an diesem Thema. Wir werden das nächste Mal, möchte ich euch zeigen, wie jetzt diese Verwirrung über den Erzengel, wie sie dann auch in die neutestamentliche Geschichte hineingeflossen ist und wie daraus eigentlich dieser Streit in der Kirchengeschichte um die Gottheit Jesu, der im Judentum begonnen hat, weitergegangen ist. Also ein Thema, das es wert ist, dass wir es anschauen. Gut,
Schauen wir noch die Fragen an. Ja, da war jetzt eine Frage. Daniel 10.13 wird manchmal als Beleg für mehrere Erzengel wie Michael angeführt. Wie ist die Stelle zu verstehen? Ja, ich habe das vorhin schon erklärt, aber vielleicht ist die Person hier später eingestiegen. Ich habe erklärt, dass diese Stelle in Daniel 10.13 eine Stelle ist, die wo Michael als einer der Obersten dargestellt wird. Aber wenn wir definieren, dass dieser Oberste eine göttliche Person ist, und das haben wir hier in diesem Vortrag dargestellt, dass Jesus nicht ein geschaffenes Wesen ist oder nicht auch ein gezeugter Sohn Gottes, sondern ein Gott von Ewigkeit her, so kann, und er als der oberste Kommandant der himmlischen Armeen dargestellt wird, der mit dem Teufel dann kämpft. Und wir werden dann in einem späteren Thema auch diesen Kampf Luzifers im Himmel noch näher anschauen, der hier ein Kampf gegen die zweite Person der Gottheit geführt worden ist. Und wenn Michael die zweite Person der Gottheit ist, dann sind die, und er als der oberste Engelfürst beschrieben wird, dann können die anderen Obersten, von denen Michael einer der Obersten ist, nur eine weitere göttliche Person sein. Ja? Also in diesem Zusammenhang ist das eine Erklärung, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist die Personen sind, die Fürsten über die Engel, die Kommandanten über die himmlische Engelschar ist. Ja? In diesem Sinne sollte man das wohl verstehen. Gut, Frage, wenn Jesus als der Sohn Gottes und damit auch als Gott bezeichnet wird, warum wird er in der Bibel in ein Bild eines Engels hingestellt? Ja, das ist eine gute Frage, die damit zu tun hat. Vielleicht weise ich kurz darauf hin, dass wir in der Offenbarung, wir werden das in einem eigenen Thema machen, dass hier zum Beispiel, ihr könnt für euch diese Stelle in der Offenbarung anschauen, in Offenbarung Kapitel 10, ja, in Offenbarung 10, Vers 1. Da heißt es, und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen. Studiert dieses Kapitel von 10 und 11, lest das einmal in einem durch und stellt euch selber die Frage, wer ist dieser Engel? Wenn ihr das richtig studiert, müsstet ihr selber zu dem Schluss kommen, dieser Engel ist Jesus. Ja, genauso Jesus. Jesus wird in der Offenbarung als Engel dargestellt und auch im Alten Testament als Engel des Herrn, weil das bedeutet, er ist ein Bote des Herrn, ein Bote Gottes, er ist von Gott gesandt. Ja? Deshalb wird als Engel bezeichnet, was natürlich vom Vater nie gesagt werden kann. Vom Heiligen Geist könnte man auch sagen, er wird auch von Gott gesandt. Also würde auch eventuell der Begriff Engel, also ein Gesandter, selbst auf den Heiligen Geist passen, wenn er eine Person ist. Und darüber werden wir in einem späteren Thema noch einiges anschauen. Also einfach ein Gesandter. Und Jesus ist in dem Fall der Oberste der Gesandten Gottes, aber gleichzeitig eine göttliche Person. In diesem Sinne kann das nur ein Ansporn sein, was ich hier mit diesem Thema mache. Jeder soll von euch selber auch noch dieses Thema vertiefen und vielleicht können wir uns dann später beim nächsten Thema wieder mehr austauschen und Fragen, die dann aufkommen, noch beantworten. Gut, Zeit ist vorbei. Ich danke euch fürs Dabeisein, hoffe, ihr habt dem Ganzen folgen können. Und für mich sind das Hintergründe, die ich bis zu diesem Thema, das ich jetzt erarbeitet habe, selber noch nicht so gehabt habe, diese Verwirrung über den Erzengel oder über die Erzengel im Judentum. Und doch ist es eine bemerkenswerte Geschichte, die quasi zur Verwerfung und zur Verkennung Jesu, als er als Mensch auf diese Erde kam, geführt hat. Wir merken also, es gibt kein Detail in der Geschichte der Bibel und in der Theologie der Bibel, wo wir uns leisten können, einfach drüber hinwegzugehen. Wollen wir Gott abschließend bitten, dass er uns dieses Thema noch weiter verständlich macht und dass wir ein tieferes Verständnis von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus bekommen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns diese Gelegenheiten schenkst, dass wir dein Wort betrachten dürfen und dass du uns in die Tiefen deines Wortes führst, dass wir Einsichten gewinnen dürfen, auch immer wieder neue Aspekte kennenlernen dürfen über dein Wesen, über das, was wir im Himmel sehen dürfen, in unserem Geiste,
was du, Herr Jesus, für uns Menschen geworden bist und was du durch die ganze Geschichte des Universums hin für die Menschheit und für dieses Universum, auch für diese himmlische Welt getan hast. Wir haben dich längst als Schöpfer Himmels und der Erde erkannt, als der, der bereit war, das Volk Israel und die Geschicke der Welt als besonderer Gesandter Gottes zu lenken und zu leiten. Du hast dich bemüht, um Menschen, sie immer wieder zur Seligkeit zu führen, ihnen den rechten Weg zu weisen. Und das Beispiel des Volkes Israel sollte uns ein Beispiel sein, wie wir es nicht machen sollen. Lass uns nicht den Stein werfen auf dieses Volk der damaligen Zeit, sondern lass uns die richtigen Konsequenzen daraus ziehen und erkennen, wohin es führt, wenn wir nicht aufmerksam sind, wenn wir dein Wort studieren und lesen. Lass uns aufmerken auf alles, was du uns offenbart hast, und hilf, dass wir auch dieses Thema, das um deinen besonderen Namen geht, wo du als dieser Michael dargestellt wirst, dass wir dich richtig erkennen und dass wir auch anderen Menschen helfen können, diese deine Person und dein Wesen recht zu erkennen. Mach uns auch würdig, dir in der Weise zu folgen, dass du Freude mit uns haben kannst, dass wir auch deinen Charakter der Barmherzigkeit, der Güte, der Gerechtigkeit und der Liebe in uns widerspiegeln lernen und so leben, dass wir dir einmal begegnen können, wenn du wiederkommen wirst und mit der Stimme des Erzengels die Toten aus deinen Gräbern rufen wirst und auch die zu dir rufen wirst, die dann noch lebend sein werden. Danke für deinen Segen, den du uns auch weiterhin schenken möchtest, für alle, die auch an diesem Thema dabei waren. Begleite uns auch durch diesen Abend und durch diese Nacht und schenke uns das nächste Mal wieder ein gesundes Wiedersehen über diesen Weg. In Jesu Namen. Amen. Gut, also ich möchte jetzt noch vielleicht darauf hinweisen, dass ich das nächste Mal am nächsten Donnerstag leider wieder ausfalle. Ich bin im Ausland unterwegs und werde also am nächsten Donnerstag nicht hier die Sendung bringen können. Also wir sehen uns dann am 25. wieder, am Ende der nächsten Woche, also der übernächsten Woche, am Donnerstag. Da lade ich euch ein, wieder dabei zu sein. Gut, ich wünsche euch Gottes Segen und hoffe, wir sehen uns dann wieder im Studium des Wortes Gottes. Gott segne uns. Amen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.